Wir haben die Herausforderung bestanden. Schon vollzogen? Fassma, reden Sie mit mir. Was ist los? Er gewöhnt sich so langsam an uns. Das ist wohl ein älteres Tier. Es braucht ein bisschen länger, bis es uns vertraut. War wohl bei den Ködern ein bisschen misstrauisch. Nun ja, den ersten hatte es schon gegessen. Es war wohl einfach nur satt. Mein Schüler sagte doch, das erste Exemplar wäre weiblich. Was haben wir hier? Perfekt. Ja, ich warte, bis es... Wissen Sie es schon? Nein, ich habe keine Lupe, mein Lord. Muss jetzt ich echt die Rektaluntersuchung machen? Wenn Sie eine Lupe dabei haben, mein Lord, wir können das ja, sonst auch... Ja, es ist männlich. Riecht man doch. Es hat eine sehr schöne Färbung, das Männchen. Imperiale Farben. Ich hoffe, der Schattentrupper ist mit der Zucht dieser großen Kreatur vertraut. Die Frage ist eher, ob er sich traut, es zu probieren. Tiere werden doch immer sehr aggressiv, wenn es um ihre Jungtiere geht. Oh, ein Schneesturm. Ich muss den Weg suchen. Schauen wir es uns an, wie sie kämpfen. Geht es den Tieren gut? Dem Kurzarm ist sehr blutig, das Tier. Für das Kämpfen muss es wohl noch trainiert werden. Thank you.
der Insel ist echt seltsam. Jetzt, wo wir einen ordentlichen Schafzahn gezähmt haben, seh ich überall welche. Aber vorhin, als wir danach gesucht haben, war keine in Sicht. Sie haben recht. Haben wir noch Köder? Ich hätte noch Köder da, mein Lord. Ja, ich warte hier mit den Tieren auf Sie. Versuchen Sie es. Den unteren? Die hinter uns, oder? Nehmen Sie Ihr Springer, wieso laufen Sie herum? Kaum entscheiden wir uns dafür, sie zu nehmen, sind sie weg. Ah ne, da oben. Okay, getriggert. Er war gerade bedrohlich. Captain Phasma, es funktioniert nicht. Sie haben das angegriffen. Haben Sie das Tier angegriffen, obwohl es bereits... Naja, wir brauchen sowieso neue Arme. Dann den unteren. Ich glaube, ich hab's versaut. Ich sehe die untere nicht. Gut, dann gehen wir halt zurück. Bleibt's bei M. Ich hab ein Fass, man muss nur wieder zu mir kommen. Noch Leuchtpistole. Kommen wir mal zu uns. Mein Lord, meine Rüstung wurde im Kampf mit den T-Rex beschädigt. Dann gehen wir zurück. Ja, Gontal ist wohl mit dem T-Rex wohl nicht mehr so schwer. Na klasse.
Merkt ihr immer diese kleine Freezes? Das ist Wahnsinn. Gehen Sie Ihre Rüstung reparieren. Mal die Pfeile im Kühlschrank ablegen, damit es länger hält. Geht doch mal die T-Rex-Arme rein. Guck mal. Inlegen. Kann man nicht länger haltbar machen. Sie sind aus dem Kryoschlaf erwacht. Ich bin mal wieder zusammengebrochen. Ja, ich benötige immer einige Stunden länger zum Aufwachen. Das ist wegen meiner Körpergröße können die Droiden. Sie fallen tiefer in den Schlaf als unsere großen Sturmtruppler. Ja. Wie? Medikamente werden nicht richtig dosiert. Wurden Sie vom Saboteur informiert über Ihre Aufgabe? Nein, also ich möchte mich generell noch bei Ihnen beschweren. Der ist wahnsinnig. Der hat versucht, mich zu betäuben. Er hat gedacht, ich laufe hier mit einer Kamera umher und hat dann den Koch erwischt. Komisch. Eigentlich hat er Sie zu informieren, mit den Meshs weiterzuarbeiten. Ich brauche alle drei funktionsfähig. Und falls Teile benötigt werden, eine Liste davon. Ja. Wo ist der Koch? Die Liste habe ich schon angefertigt. Ein Mech ist voll einsatzbereit, ein zweiter ist teilweise einsatzbereit, der dritte scheint ein Totalschaden zu sein. Dann geben Sie mal die Liste der Ersatzteile her. Oder liegt die hinten? Einen Moment. Die müsste ich kurz von der Werkstatt holen. Wir haben eh noch auszuladen. Wo ist der Koch? Herr Saboteur, wieso wurde der Winzling nicht über seine Aufgabe informiert? Ich bin gerade abgelenkt, diese Kreatur ist zu groß. Die Spezies vor mir zittert. Ich habe auch ein Schild extra für den Winzling angefertigt. Es sagte, er kann da nur rückwärts lesen. Daten drüber. Mein Lord. Sie wurden schon informiert über unseren Schafzahn? Ja, ich habe ihn sogar bereits analysiert. Kommen Sie mit. Der Meister unterwegs ist.
geht die Population sehr schnell hoch. Ein Prachtexemplar. Ein weiteres. In den imperialen Farben. Und ein Kurzarm. Und was ist das rechts daneben? Ich nenne es Kurzarm. Es ist sehr aggressiv. Vorne am Kopf, die Hörner werden tief ins Fleisch gebohrt beim Angreifen. Könnte man diese Schafzähne paaren? Ich hoffe, Sie sind damit vertraut. Machen Sie sich gleich an die Arbeit. Verstanden. Was ist da hinten los? Die Kreatur bricht aus. Die Schrauben wieder neu sammeln. Was ist los? Der Schafzahn ist ein wenig schwer zu bändigen. Du hast bereits Zaumzeug drauf? Ja, das hat sehr lang gedauert. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe, einen weiteren in schneller Zeit herzustellen. Naja, seit unserer Trennung ist nicht so viel Zeit vergangen. Schon eine halbe Stunde. In einer halben Stunde hast du das schon hingebekommen. Da vorne steht ein zweiter, dann los. In einer halben Stunde habe ich ja dann Neues. Ich werde es versuchen, mein Mann. War er jetzt wieder ein bisschen schnell Roleplay-mäßig mit dem Sattel? Mir ist das Trommelfell weggeflogen. Mein Lord? Ich höre sie nur sehr leise. Mein Lord, ich habe die Ausgänge nochmal verstärkt und nochmal zwei, drei zusätzliche Abwehrkonstruktionen dahin gebaut. Und Abwehrkonstruktionen. Ah, Sie meinen mehr von dem Metallzeug. Genau, ich soll Angreifer erstmal ein bisschen auf Trab halten, mein Lord. Es sei denn, Sie haben diese großen Kreaturen, diesen Schafzahn. Man kann einfach so darüber laufen, ihn stört das überhaupt nicht. Naja, diese Stacheln würden ihm den Bauch aufreißen. Eventuell ein wenig blutig machen, aber er ist schon zweimal drüber gelaufen. Unser eigener? Ja. Na, wundervoll. Gleich dem Schattentruber Bescheid sagen, dass er das Tier versorgt. Das muss ja große Verletzungen davongetragen haben. Ich werde ihm Bescheid sagen. Wie nennen Sie eigentlich die kleinere Variante davon? Kurzarm. Okay. Achtung, es kommt, es frisst uns! Gefahr! Schick die BB-8-Einheit vor! Er ist unter Kontrolle, der Schattentruber kontrolliert ihn. Unter Kontrolle, okay. Schattentruber, Sie haben mich erschreckt! Entschuldigung, mein Lord. Geht es Ihnen gut? Ich sehe schon, dass er ohne. Ist alles in Ordnung? Hallo? Oh, Captain Phasma war mit mir draußen. Vielleicht wurde sie von einem heimischen Insekt gestochen. Versorgen Sie sie in der Krankenstation. Wir haben eine Krankenstation. Ja, im dritten Stock. Jawohl. Okay, ja, da kommt noch sein Rot. Unter meiner Kontrolle.
Der Platzmangel ist ja heftig. Ja, jetzt kriege ich einen Limited Nave dran. Und jetzt lag's wieder. Und ich weiß nicht warum. Mit diesem armen Vogel da. Ich warte, beheben, um mich zu beschweren. Wie heben sie denn denn hoch? Ja, es das war ziemlich schwer, aber ich habe es geschafft. Nehmen sie sofort ihre Hand aus dem Vogel. Das ist ja ekelhaft. Haben sie deswegen den Schutzanzug angefertigt? Es dauert eigentlich nicht lange. Das ist ja ekelerregend. Jawohl. Lassen Sie Testsubjekt 69 noch. Dauert es weniger als eine halbe Stunde? Nehmen Sie doch bitte Ihren Arm aus dem armen Vogel, mein Gott! Ja, es dauert ungefähr 10 Minuten. Mein Schüler, der Kurzarm braucht auch einen Sattel. Ich denke, das kriegen wir hin. Wir müssen einfach nur versuchen, den Sattel zu verkaufen. Wir werden einen Kurzarm-Sattel machen. Zum in den Chat gucke, was so abgeht bei euch. Oh, schauen Sie hier. Frühstück. Ich könnte daraus ein Omelette machen. Oh, das wäre toll. Endlich wieder ein Omelette. Ein ziemlich großes Omelette. Ah. Ein Familienomelett. Für 5 Familien, das ist richtig. Ja, wir sind bei den Imperialen ja eine große Familie. Schattendrober, der Droide ist soweit. Wow. Die Langzähne müssen auch auf die Seite. Hier muss viel mehr Platz geschafft werden. Herr Saboteur, was tun Sie da? Ich warte auf den Koch, ich möchte mich beschweren. Ich habe ihm auch schon gesagt, er soll doch bitte den Arm aus diesem armen Vogel nehmen. Das der Koch ist da hinten. Nicht gut. 69 in Ruhe. Der Koch ist da hinten, hopp! Ja, hallo, das ist doch gegen den Tierschutz. Ich kenne keinen Tierschutz. Ja, aber das schmeckt doch nicht mehr gut. Wenn der Koch damit fertig ist, schon. Aber der Vogel hatte doch jetzt viel zu viel Stress, das schmeckt nicht mehr. Alter, da vorne ist einfach das Tor auf. Ah! Da, Architekt. Diese zwei Springer sind voll beladen. Die haben doch ordentlich Muggis. Wie wünscht mein Lord. Ja, der ist auch im Real Life am Futter.
Die haben ja, die haben ja ziemliche Krallen. Boah, das sieht ziemlich schmerzhaft aus, die Dinger. Wir haben sie nach ihrer Angriffsart benannt. Springer. Man wird angesprungen und zu Boden gerissen. Das hört sich grausam an. Ohne ihre Rüstung hätten sie keine Chance. Captain Fasma, geht es Ihnen wieder besser nach diesem Insektenstich? Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Es ist so warm. Dann sollten Sie vielleicht noch wieder einmal auf die Krankenstation zurückkehren. Ich denke, der machen Sie mal Platz. Ich wollte eigentlich gerade ein bisschen an die frische Luft. Setzen Sie sich hier. Haben Sie das gehört? Nein, was ist das? Das ist ein Schuss. Auf die Mauer! Mir ist schlecht. Das habe ich dem Architekten auch schon gesagt. Und vor allem, die Brüstung ist viel zu hoch. Da kann man ja drunter durchlaufen. Ich habe Schüsse gehört, aber hier ist nichts. An der hinteren Mauer war auch nichts, mein Lord. Von hier oben kann ich auch nichts ausmachen.